Was ist denn jetzt an dem Fahrrad alles selbst gemacht von dir? Also eigentlich alles, bis auf die gekauften Teile, wie man sieht, die Gabel, der Dämpfer, Tretlager, aber diese ganzen Aluminiumplatten, Drehteile, Friesteile, nur mal hier geht ein Friesteil durch, das braucht alleine 200 Maße, das zu designen, hat mal ein paar Tage gedauert, aber ich musste eben alle Teile selber machen, beziehungsweise ich habe es eben selber gemacht, weil ich dadurch natürlich Geld spare und konnte so eigentlich diesen Prototypen umsetzen, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Also ich habe keine 50.000 Euro Schulden. Ich habe alles Hand über Hand gemacht. Und das war eigentlich auch nur die einzige Möglichkeit, so etwas zu wuppen. Normalerweise müsste man Kredite aufnehmen. Normalerweise ist das nicht möglich. Das ist der einzige Vorteil. Ist jetzt zum Patent angemeldet? Wie soll es jetzt weitergehen? Zum Patent ist es schon seit langem angemeldet. Es hat nur nie einen Lizenznehmer gegeben, der es in ganz komplett umsetzen wollte. Die meisten haben nur den Rahmen bauen wollen und hat die Anlage nicht so sehr interessiert. Hatte ich leider keinen Einfluss drauf, musste ich aber akzeptieren, weil ich war froh, dass überhaupt sich jemand engagiert. Und jetzt wollen wir es halt selber wieder in die Hand nehmen und versuchen über die Crowdfunding, über eine Crowdfunding-Aktion sozusagen, die Hersteller jetzt doch zu animieren, dass sich darüber mal nachzudenken. Denn ich sag mal, in den letzten 10 Jahren ist in der Fahrradszene nicht viel passiert. Nicht? Also die 5-6 Federsysteme, die wir haben, kenne ich schon seit dem letzten Jahrhundert. Meistens geklautes Material von den Motorrädern, aber eine idealisierte Kinematik auf die Fahrrad, davon gibt es glaube ich nur 2 oder 3 und da gehöre ich dazu. Wenn wir den so ein bisschen hier rüberziehen, sieht das jetzt aus.